Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Magnus. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir zocken jetzt wieder Need for Speed Payback. Und letztes Mal haben wir ja bei League 73 ordentlich aufgeräumt. Und ich sehe gerade, ich muss in die andere Richtung. Ach nee, ich nehme auch den Speedrun schnell mit. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Wir haben jetzt bei League 73 ja schön aufgeräumt. Und können ja jetzt Udo herausfordern, den Crewboss. Und er hat uns ja auch versprochen, dass wir, wenn wir ihn besiegen, wieder ein Wrackteil kriegen. Oder ein Wrack finden können. Und ich fahre direkt wieder wie ein geistgestörter Vollidiot. Danke. Aber ja. Ich hoffe jetzt mal, euch gefällt es hier wieder. Und ich würde sagen, wir starten dann gleich mal in das Rennen gegen den netten Udo. Also was brauchen wir eigentlich für eine Leistungsstufe dafür? Alter. Ja, das passt schon. Komm. Den machen wir so oder so platt. Sowas lasse ich mir nicht entgehen. Dazu sage ich jetzt gar nichts. Der Subaru ist schon wieder komplett zerstört. Also das kann ich echt gut. Autos kaputt machen. Bei Need for Speed Payback. Ich könnte als Profi angestellt werden. Und da oben ist ein Chip. Das ist echt schlimm bei dem Spiel. Das schmeißt dir im Prinzip alles in den Weg, dass du so ja nicht die Story weiter machst. Als ob ich da jetzt dran vorbeigesprungen bin. Ernsthaft? Endlich. Ich dachte schon, das wird nie mehr was. Ah, hier sind wir wieder. Ja, gut. Wollen wir mal schauen, was der Udo so drauf hat. Sprungdistanz. Sollen wir das machen? Ja, komm. Okay, ich bin der Beschleunigung oder Nitro. Okay, meine Schuld. Alles klar. Ja, was ich sagen wollte, eigentlich in Nitro und Beschleunigung sind wir eben überlegen, aber im Fahrskill nicht. Wahnsinn, ey. So schlecht muss man auch erstmal sein. Ich hoffe, du bist bereit, Udo. Oh ja, das wird ein Riesenspaß. So, volle Konzentration. So, jetzt schneiden wir ein bisschen ab. Los geht's, Frischfleisch. Ich find's nur echt interessant, weil Udo war jetzt so, ja, es wird ein Riesenspaß. Hat der einen Sinneswandel? Das macht mir Angst. Oh, Idiot! Scheiße, jetzt hat er uns mal leicht überholt.
Aber das wird schon wieder. Ich krieg dich noch. Nein, tust du nicht. Als ich hörte, dass du mit uns fahren willst, war ich mir sicher, du bist ein Wichtigtuer. Und? Du bist ein Wichtigtuer, aber du kannst fahren. Cooler Spruch. Na gut, die Wette haben wir damit auch abgeschlossen. Kannst du vielleicht meine Heckscheibe putzen? Mac, provozierst mich. Am Ende packt er uns wieder. Das kenne ich nur so gut. Ich freue mich schon auf das Wrack, Udo. Ja, da freue ich mich auch drauf. Aber wenn ich auch in diesem Rennen jetzt wieder so fahre wie in dem Versuch davor, dann dauert es noch ein bisschen, bis wir das Wrack kriegen. Aber ja, bis jetzt schaut es ja nicht so schlecht aus. Schon. Hier ist der Geburtsort der Wüstenrennen und der Trophy Trucks. Gute Antwort. Das war die Theorie. Die Realität ist deutlich weniger glamourös. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Udo mag uns langsam. Oh nein, nein, nein. Sag mal, League 73. Hat das was mit dem Airfield zu tun? Klar, Mann. Als es noch eine geheime Militärbasis war, haben wir uns reingeschlichen, um uns die UFOs anzusehen. Und dann mussten wir Offroad abhauen. Wie krass! Echt jetzt? Alter, Mac. Glaubt dem Udo doch nicht alles, was er erzählt. Der weiß genauso gut wie du, wie man eine Show hinlegt. Ja, komm, bitte. Dachtest du echt, ich lass dich gewinnen? Boah, ja, bitte noch ein paar Meter. Ah, verdammt! Yes! Weißt du was? Das feiere ich wirklich mit einem Selfie. Oh Gott, ey. Ja, Wette haben wir auf jeden Fall locker geschafft. Cash gibt's auch wieder gut. Bisschen RP und Speedcard. Stufe 7. Ja, auf jeden Fall rein damit. Oh, schön. Kann ich mal Swifter überlegen. GTI, ich bin einfach kein GTI-Fan. Sorry an die ganzen Fans da draußen, aber... Und ein Raptor. Strecke ist hammerhart, aber du hast sie gemeistert. Die Position des 240 Z-Wracks gehört dir. Für mich bist du ein echter Offroader. Danke, du bist auch nicht so übel. Wir halten uns jetzt vom Airfield fern. Das hast du dir verdient. Okay, aber schau ruhig mal in der Werkstatt vorbei. Vielleicht hat Rev ja einen vernünftigen Motor für dich. Ha, ich überleg's mir. Man sieht sich, Frischfleisch. Falls du eine Herausforderung suchst, wir sind hier. Ich glaube, wir haben Udo echt überzeugt, dass wir es drauf haben. Ich weiß vielleicht, wo ich eine 240Z-Karosserie finde. Sehr gut. Bring sie in die Werkstatt, wenn du sie hast. Mit den richtigen Teilen kannst du sie vielleicht herrichten. Außerdem lässt sich die League 73 ab sofort in Frieden. Du bist mein Held, Mac. Das ist, glaube ich, auch am Airfield, oder? Mac hier. Du bist Tylers Freund. Wo zur Hölle ist er? Ich muss ihn sprechen. Pronto. Wer ist da? Wer hier ist? Der Weihnachtsmann natürlich. Ich hab da was für euch. Ein kleines Geschenk. Okay. Eine Gelegenheit, das Haus zu ärgern. Tyler soll sich mit mir treffen. Ich schicke ihm die Infos. Ja, genau. Der Highway-Überfall. Das werden wir aber in der nächsten Folge dann erst machen, weil jetzt möchte ich erstmal das Wrack suchen. Und so wie mir das aussieht, ist es irgendwo hier oben. Dann porten wir uns mal schnell zur Garage hin.
Und dann schauen wir mal, wo der gute 240Z rumsteht. Aber bis wir den gefunden haben, ich kann jetzt erstmal überlegen, als was ich den überhaupt aufbaue. Spontan wäre ich jetzt noch für Rift, weil ja, was anderes kommt für mich für den einfach nicht in Frage. Okay, das muss irgendwo hier sein. So, dann schauen wir mal, wo das genau ist. Okay, da im Hintergrund sieht man es noch und da ist eine Windmühle. Das muss also schon irgendwo hier sein. Ah, da vorne ist die Windmühle. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ich wette, hier gibt's ein brauchbares Teil. Ich sehe mich mal um. So mag ich das. Also. Stammt das von einem Nissan 240Z? Perfekt. Also ich werde den ganz sicher mal nicht als. Wieso bewegen wir uns gerade rückwärts? Okay, das ist gerade so leicht seltsam. Aber gut. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Als Dragster werde ich den ganz sicher nicht aufbauen. Aber noch haben wir ja Zeit, um zu überlegen, wo der sein könnte. Okay, das muss irgendwo. Das muss gleich hier drüben irgendwo sein eigentlich. Dann fahre ich da mal Luftlinie rüber. Das muss aber diesem Solarfeld sein. Hier müsste das sein. Ich wette, ich muss von hier abspringen. Ja. Sieht ganz danach aus. Dann. Wollen wir mal zeigen, ob der so wie fliegen kann. Ja, Baby. Teil Nummer 1. Nehmen wir das mal. Wo ist denn das? Okay, das muss irgendwo hier sein. Dann porten wir es mal schnell zur Garage und holen das. Ich denke, ich werde die Folge jetzt ein bisschen überlang machen, damit wir alle Wrackteile auch finden, damit wir dann nächstes Mal mit der Mission anfangen können. Weil sonst das Ganze so ewig in die Länge zieht. Okay, irgendwo hier müsste es sein. Und ich sehe Rauch.
Also muss irgendwo um dieses Ding rum ein Sprung sein. Gefunden. Dann wollen wir mal. Ich hebe ab. So, schon wieder eins. Genau so mag ich das. Nehmen wir mal das hier. Okay, die Autobahn muss da so einen Kringel machen, glaube ich, oder? Das wäre dann hier oben. Und da drüben draußen müsste das sein. Dann porten wir uns hier hin. Bin mal gespannt, ob wir das auch so schnell finden wie die anderen. Tankstelle gefunden, okay. Dann gib ihm. Sieht schon so komplett abnormal aus. Wo zur Hölle ist hier ein Wrack? Moment mal kurz. Da oben ist eine Plakatwand. Schau jetzt mal kurz. Denk mal, es ist da oben. Weil wir sollen ja sonst auf die Plakatwand draufkommen. Da drüben ist auch so ein Sprung. Also von dem hier wird es schon stimmen. So, ich glaube, hier rum müssen wir dann. Ja, genau. Haha. Nummer 3, da war es nur noch 1. Dann wird die Folge nicht mal so lang. Okay, dann schauen wir noch mal kurz, wo hier das Schild ist. Okay, hier rechts unten. Boah, gerade noch so. Das ist einmal, dass wir bei dem Schild zu schnell waren. Kommt auch nicht oft vor. Gut, dann wollen wir schauen, wo das letzte Teil ist. Da ist Wasser. Da ist Wasser, da sind Serpentinen. Hier müsste es irgendwo sein. Muss es irgendwo hier unten sein. Okidoki. Dann porten wir uns mal schnell hier hin, weil ich glaube, von da ist kürzer, oder? Ich weiß nicht. So, wie lange müssen wir jetzt? Aber ich denke mal, wir werden dann jetzt gleich noch das nächste Teil finden. Dann ist die Folge auch nicht so lang. Ich hätte jetzt gedacht, das dauert länger, wenn man schaut, dass wir zwei Folgen gebraucht haben, um den Muster aufzubauen. Da geht es schon echt klar hier mit der Zeit jetzt gerade. Ich habe gerade echt Bock, den 350Z-Nissan rauszuholen, dann hier mit dem hier den Berg zu driften.
Ist schon so geil. Alter Schwede. Was man hier Punkte sammelt. Alter Schwede. Okay, da ist ja noch ein Sprung, den wir aber nicht mitnehmen können. So. Aua. Ich muss echt mal diese ganzen Aktivitäten da alle noch abschließen. Weil die bringen ja auch noch Cash und Erfahrungspunkte. Also. Wo ist es? Soll fast irgendwo dahin sein. Ich hab. Wo ist es? Okay, aber wir müssen uns ja eh außer des Radius begeben, damit wir springen können. Ich hatte so eine Vermutung. Aha. Dann hätten wir das auch. Rev, wir kommen. Das bring ich, Rev. Ich wette, wir können den 240Z jetzt bauen. Das werde ich echt hart feiern. Boah, gerade so. Oder? Nee, doch nicht. Egal. Dann porten wir uns mal eben zur Garage. Und schauen mal, was wir so machen. Hast was Interessantes gefunden? Soll ich es mir mal ansehen? Ja, Rev, das sollst du. Auf jeden Fall. Ey, ich finde unser Mustang immer noch übel geil. Aber teilweise braucht die Grafik so ein bisschen, Also, grafiktechnisch ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Das mit einem Drift-Setup hast du keine Probleme, deine Hinterräder durch eine Kurve zu schleudern. Das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Also würde ich den jetzt mal aufbauen. Ja, den verwenden wir natürlich gleich. Der 240Z, auch bekannt als Fair Lady. Er ist noch immer umwerfend und mit seinem Motor der L-Serie auch konkurrenzfähig. Ja, ob wir ihn auch schön machen können? Ich hoffe es mal. Also Dach machen wir natürlich auf jeden Fall erstmal gecleant. Fenster dunkler. Was soll ich nehmen? Komm, ich nehme mal hier das bisschen billigere. Alter Schwede. Okay. Ja, das wird gar nicht so schlecht aussehen. Sie sieht ziemlich alles gut aus hier. Das ist das Problem. Ganz ehrlich, das gefällt mir einfach am besten sogar. Weil wir immer noch die Lippe oben, also die Gummilippe oben dran haben.
Scheinwerfer will ich jetzt erstmal nicht machen, weil ich noch nicht genau weiß. Jo. Weil ich noch nicht genau weiß, was ich endgültig aus dem Auto genau machen werde. Hier kommen wir nehmen wir hier. Volle Eskalation. Da können wir jetzt nichts mehr dran wappen. Sollen wir komplett eskalieren und die Pandem-Stoßstange dran, die Pandem-Kotflügel dran wappen? Sieht ja schon irgendwie hart geil aus. Ja, komm, ey. Ein bisschen Spaß muss sein. Nee, das lassen wir mal schön so, wie es ist. Wie viele Kilometer brauchen wir eigentlich noch? Ja, nicht mal so viel, das geht ja echt. Alter Schwede. Das sieht schon nicht schlecht aus. Das werde ich nicht machen. Das ist doch die ganz normale. Das gefällt mir einfach am besten, ganz ehrlich. Das sieht schon echt geil aus. Was ist hier der Unterschied? Sehe ich jetzt irgendwas nicht? Tut mir leid, Leute, ich muss es tun. Es sieht einfach zu geil aus. Dann machen wir es auch erstmal noch nichts. Aber Felgen könnten wir schon mal machen. Nein. Felgen wechseln. Markieren. Das wäre ein bisschen zu sehr Eskalation. Ich brauche irgendwas, das auf dem Auto gescheit aussieht. Sowas vielleicht? Nee. Weil zu modern darf es echt nicht. Ich hab's. Ich mach die vorne drauf und die nicht so tief von hinten. Oh ja. Die japanischen Felgen. Wie kann ich die einfach übergehen? So mache ich das. So, primäre Farbe. Das dürften die vorderen auch silbrig sein. Genau. Jetzt mal ganz ehrlich, das Auto sieht gut aus. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das alles, was bei dem von Fahrwerkshöhe geht? Ist ja gar nichts. Na gut. Aber insgesamt gefällt mir der Wagen echt gut. Das Einzige, was ich noch ändern würde, sind natürlich Auspuff und Spoiler, aber das können wir jetzt noch gar nicht machen, weil wir noch nicht so weit sind. Aber ja, falls euch jetzt hoffentlich gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert gerne. Ein Speedpaint zum 240Z wird auf jeden Fall auch noch kommen. Und ja, wenn es euch gefällt, dann schaltet gerne auch nächstes Mal wieder ein. Und ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.